Guten Morgen, Ola. Ich möchte willkommen heute von meiner Seite. Ja, ich möchte hier mit einem Vers grüßen aus Epheser Kapitel 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich wünsche diese Gnade, diese Friede in unseren Herzen wird. Wie können wir diese Gnade sehen? Wenn wir Jesus haben den Glauben angenommen, wir am nur folgen dürfen, dann sehen wir uns diese Gnade und dann haben wir diesen Frieden an unseren Herzen. Und das ist so wertvoll. Ja, mir wurde gestern gefragt, gesagt, ich wollte die erste Predigt haben. Und ich habe hier wird Versen lesen in Epheser Kapitel 2, wo uns dort erinnern wird, das Wort, wie sein Rüttel kommt, wo wir ihr Leben deuten. In der Stahlung, die wir nun in Christus haben, wo wir nun sollen leben. Epheser Kapitel 2, Vers 1 sage ich auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Horns wie auch die anderen. Was so wird ihr Schmul, so wie wir in aller Dauer von Übertretungen von unseren Sünden. Also der Mensch ist einmal in Sünden geboren und durch dort kann er nicht in den Himmel lernen. Ein kleines Kind, wenn der geboren wird, der ist noch gar so alt, ein Jahr alt oder noch weniger, dann meint wie alle Kind dort haben wird. Dort haben wird schlechtet in sich. Warum? Wenn das Kind erst einmal in Sünden geboren. Und dort sage ich, wie wir in Dauer von unseren Übertretungen und Sünden, von unseren Sünden, von unseren Fehlern, von unseren Dingen, die wir getan haben, wie Dauer. Und wir haben euer so ihr Leben aus der Welt leben dort, in den Lauf dieser Welt. Das ist der Weltmensch, das ist der Welt leben dort, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also alle Menschen, die das Evangelium ungehorsam sind, die nicht wollen Jesus im Glauben annehmen, die nicht reut sein Buße zu tun über ihr Leben. So haben wir euer auch gelebt. Nie haben wir nie Leben in Christus. Euer vier wie auch so Leben aus der Welt, nur unsere Begierden, nur ans Fleisch, nur wie deuten dort, was uns interessiert, wie deuten dort, was die Welt interessieren dort. Und dann hier fürs Feuer sage ich dort, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. So Gott sein Erbarmen als Reck, seine große Liebe hat um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Also Gott seine große Liebe wir dürfen uns. Gott seine Liebe, was ist Gott seine Liebe? Wir wollten Gott als Liebe, aber was ist seine Liebe? Wo hat er seine Liebe auf dem Bord? Weil die Bibel sagt, das sei klar, er hat seine Leute auf dem Bord durch sein Sehen, Jesus Christus. In dem Jesus ruft, heim in dieser Welt und starb für uns verlorene Sünder. Und wer immer Buße tät und Jesus im Glauben annimmt, hat heute das ewige Leben geschenkt. Schenkt heute das ewige Leben. Und wenn ich das belebt habe und habe das ewige Leben gekriegt, dann sehe ich, ihr Rat, dass die Bibel dort lernen tät, dass die Bibel dort sein tät. Dort hat sich keiner ausgedacht, sondern dort lehrt dort einfach so dort. Er hat uns geläuft mit seiner großen Liebe. Hier Vers 5. Und auch jünt, die, die dort wären durch die Übertretungen, waren, wie wir dort durch die Übertretungen, durch unsere Sünden, wie wir dort, wir gehen verloren. Mit Christus hat er uns lebendig gemerkt. Ich genug, sage ich, ihr Rat. Das ist uns klar, ja? Wir sind in Gnade gerettet. Er hat uns geraten, ich genug. Wir sind lebendig gemerkt worden durch Jesus Christus. Dann hier Vers 8, denn ich genug sei gerat durch den Glauben. Dort nicht ich dient, Gottes Geschenk ist dort. Dort ist ein Geschenk Gottes, das wir einfach mal den Glauben annehmen. Wir sind ich genug, Gott sind ich genug, wie du, in durch den Glauben können wir gerat worden. Buße in Glauben und dann kommt der Rahrung. Wir schauen es dort. Nicht ich worden, keiner soll pochen mit sich selbst. Dort ist nicht ich gute worden. Wie kann ich in unsere eigenen Worten gerat worden, dort ist bloß ich genug. Dann hier Vers 10, denn wir sehen seine Schöpfung, er hat uns gemerkt, nur sein Ebenbild, er hat uns gemerkt, nur sein Ebenbild, wir sind erschaffen in Christus Jesus, so er hat uns gemerkt, wo er am Gehörer war in der Dauer. Der Gehörer war in der Gott reut gemerkt hat, damit wir in der Worten wohnen sollen. Was sage ich uns dort? Nicht wie in uns selbst sollen Gehörer war in der Nicht wie in uns selbst, sondern der Worten, die wir tun, der kommt von Gott. Der kommt in Gott seine Gnade, von Gott seine Gnade kommt der Wort her. Und wann wir was Gott tun, dort traf Gott allein die ihr,
nicht uns selbst. Wer wir nicht uns selbst, die ihr haben, wer wir Gott abheben. Wer wir immer waren, die ihr ne Gott geben. Wenn wir hier in du gute Dinge tun, wir haben dort und dort in Jahren vielleicht beschäftigt, wir haben dort in der Gemeinde und so weiter, wer wir darum denken, Gott schenkt uns die Kraft dazu. Allein durch Gott in die Gnade haben wir in dein Sein für Jesus Christus. Und dann hier Vers 11 und wieder sagt dort, darum gedenket daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, unbeschnitten genannt würdet in der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart. Sofern wir Jesus euch genommen haben, wie wir ohne Christus, wie wir ihn verloren, wie leben sie der Welt. Und wie sollen wir uns denken, dort wie einfach so Heiden wären, also Heiden, die Gott nicht kann deuten. Und hier redet besonders von der Heiden, die nicht Juden wären, die Juden kicken so herauf ab der Heiden. Und wir leben einfach so der Heiden, also ganz in Anglauben. Und wie wir nicht so der Juden, wir nicht beschneiden so der Juden sein, die Juden, von der schon da besonders der Jesus in der Tiet, sie haben die Beschneidung, sie haben die Gebote und sie dachten, das würde Menschen alle so sein. Und innerlich haben sie kein Glauben an Gott. Und wir haben alles äußerliche Dinge, was sie deuten, und sie dachten, mit dort würden sie vielleicht gereicht worden für Gott, wenn sie dort würden holen. Und wir wollten, die Bibel lehrt dort, wir an ein Gebot fehlen, die fehlen alle Gebote. Und dann kam Gott seine Flucht durch, Gott seine Verdammnis. Und die Juden leben ja dort. Und hier sagt es wieder, wie wir auch ohne Christus, wie wir in dieser Welt, wie wir ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Das ist hier der 12. Vers. Wir werden fremd in Bündnissen der Verheißung. Also Gott hat Bündnissen mit dem Volk Israel gemerkt. Er hat Verheißungen dem Volk Israel gegeben. Aber du hast wenig Port und wenn wir Heiden werden. Nur sagt, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine lebende Hoffnung. Und wir wollten Menschen, die von der Tag bis auf ihre eigenen Worten bühen, tun. Sie hoffen, ob was ausreden, sie machen ihr Bastet down. Und dann durch dort hoffen sie, ob was ein Tag ausreden. Und wollt ihr dort keine Hoffnung? Dort ist nicht eine biblische Hoffnung, dort ist eine menschliche Hoffnung. Also dort ist eine deutsche Hoffnung. In der Bibel haben eine lebende Hoffnung. Wenn wir Jesus haben den Glauben angenommen, dann haben wir eine lebende Hoffnung. Hier Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus, nicht so wie in Christus Jesus, sagt dort hier, seid ihr, die ihr einst fern wart, wie wir weit auf von Christus, nicht so wie bich beigebracht worden durch das Blut des Christus. Nicht so wie bich bei Gott gebracht worden durch Jesus Christus sein Blut. Ihr schwebe weit auf, ihr schlebe in der Welt. Nicht aber so wie bich beigebracht worden in, durch Jesus Christus sein Blut. Wofür wird es uns dort? Die Verheutung, die wir nicht haben, und die lebende Hoffnung, die wir dürfen leben, wie ein Tag waren bei Jesus sein, wenn wir hier erst wahrscheiden, wenn wir wahrsterben, dann wollen wir, wie dürfen bei Jesus Christus sein. Warum? Wenn wir sind in Christus Jesus. Wir haben Jesus in Glauben angenommen. Dort ist durch Jesus Christus sein Blut, dort wir dürfen gerat sein. Nicht durch unsere eigenen Worte. Hier wieder sagt dort, denn er ist unser Friede. Also wenn wir Frieden haben mit Gott, dann darf ich Frieden haben mit Menschen. Wenn wir Frieden haben mit Menschen, dann darf ich Frieden haben mit Gott, durch den Glauben an Jesus Christus. Und der hat, dort sage ich nicht, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Also, der Janetit, der Tempel, wo du in Jerusalem wirst, du wirst nach dem Thünenraum. Und die Heiden, also die nicht Juden wären, die können nicht in den Tempel gehen, wenn sie wären ein anreinet Volk. Und du wirst in Tün. Sie können bloß bei den Tün gehen, dann können sie auf dem Hafen abkehren. Dann können sie nach einem Klima mit dem Tempel abkehren, aber von weit auf. Warum? Wegen sie wären Heiden. Sie wären nicht Juden. Der Tempel wird bloß nur für die Juden. Bloß die Juden können in den Tempel gehen und Gott umbeten. Aber nun sage ich das hier und so, das Tün ist nicht aufgebracht, das Tün ist nicht wahr. Wegen Jesus Christus, der nun Himmel aufgemerkt hat. Nicht bloß für die Juden, sondern für die ganze Welt. Das ist das Evangelium, das wir predigen. Das ist das Evangelium des Friedens. Das Evangelium ist für die ganze Welt durch. Nicht bloß für die Juden, sondern für die Heiden und so für alle Mann. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen hinweg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einen Leib
mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch die Salbe die Feindschaft getötet hatte. So hier Vers 15 sagt dort, Jesus hat in seinem Fleisch die Feindschaft der wir, dort die Satz und die Gebote in die Satzungen wache tun. So nie haben nicht mal mit den Geboten zu tun, oder? Weil doch, wenn wir trägen oder Evangelium, weil Jesus predigen dort, es hat das Evangelium predigen dort, heute eure Geboten alle wegen mitnehmen und heute eure betonen und heute eure sogar noch strenger mehr. So die Geboten, die haben noch krank die Jährung, die sie zu jahren Zeit haben. Aber wo meint das hier, wenn heute die Satzungen alle und die Geboten, dort die Satz wache tun haben, einen Weg hat? Weil hier redet von dem Fluch, wer einmal ein Gebot übertreten hat, der wird verflucht vor Gott. Der lebt in der Verdammnis. Wenn die Bibel sagt ganz klar, wenn ein Gebot fehlt, der fehlt in rein alle Geboten. Und wenn wir über Jesus haben den Glauben angenommen, leben wir nicht mehr unter diesem Fluch von Gott. Wir leben nicht mehr unter den Zorn Gottes. Wir leben nicht mehr unter der Verdammnis Gottes. Sondern Jesus hat dadurch die Verdammnis ab sich genommen. Dort wir können in Frieden leben. Wir können Frieden haben mit Gott. Nennst du keine Verdammnis mehr zwischen mir und Gott. Dort hat Jesus alle Absicht genommen. Und hier hat er uns eingemerkt in Christus. Wer einmal Jesus hat den Glauben angenommen, das eingemerkt in Jesus Christus. Ludet nicht sein in Jude, weil ein Jude braucht Kreuze Gott Jesus. Jude braucht Kreuze Gott das Evangelium, das sagen du, als irgendein Weltmensch, der braucht das. Und hier ist kein Unterschied mehr zwischen Heiden und Juden, sage ich dort, ob noch anders steht. Und hier hat er uns eingemerkt in Christus Jesus, durch den Glauben. Was immer unsere Vergangenheit wird, was immer wir belebt haben, was immer wir getan haben. Wenn wir haben Buße getan, wir haben Jesus im Glauben auch genommen. Wir haben nur Folgen getan, dann sind wir eingemerkt in Christus Jesus. Hier Vers 17 und 18, und er kam und verkündigte Frieden euch, dem Fernen und dem Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wir haben den Zutritt zu Gott gekriegt. Der Himmel der ist uns aufgemerkt worden durch Jesus Christus. Jesus hat das aufgemerkt, haben wir dort im Glauben angenommen. Wenn wir dort haben im Glauben angenommen, dann machen wir dort bewiesen, indem wir in seine Worten wandeln. Indem wir Worten über die Welt bringen, wird bewiesen, dass er in dir im Glauben sein. Wird nochmal gesagt, die Worten, die reden viel lüder als was wir sagen. Und dort sterben. Die Menschen, die checken, was wir tun. Die Menschen checken, wo wir handeln tun. Die Menschen checken, wo wir mit Geld angehen tun. Es ist wie trüßen mit dort, wo er uns aufgetrüßen hat. Du rufst nicht sein, ein bisschen an der Mauer. Unsere Worte sind noch bewiesen, dass wir in Christus Jesus sind. Möchte der Herr Gnade schenken, du Tau. Wer war abstimmt nach dem Beten, wo du Pause und Essen? Dankeschön, Jesus, wo du den Tönen der Wache tun hast. Wir danken dir, wo du dein Leben hast, heil dir für uns, am dort wir Leben kriegen. Wir danken dir, dass wir die ewige Leben gehoben dürfen in uns haben, dass wir den Frieden dürfen in uns haben, dass du die Verdammnis auf dir genommen hast und dass wir nicht mehr dürfen in der Verdammnis leben. Du danken dir, Herr Jesus, und wir beten dir, dass wir so ist wie wir leben, dass wir die können verherrlichen, dass die Küste ihr kriegen. Und die Worte, die wir tun, wir machen dort erkannt, dort kämpfen von dir. Die Worte, die euch nehmen, sind, kommen allein von dir. Und dort wir machen darum denken, was du für uns getan hast. Und dort wir können dort mit unseren Worten bewiesen, Jesus. Du betest wie die Arm. Bet wieder am dienen Segen. Bet wieder für den Bruder, der die Botschaft verbringt. Das vor der Predigt musst du am der Reiche wieder schenken. Er muss dir ans Wort wieder aufmerken für ihn Wort. Amen. Da ihr Platz nehmen.